Hey Leute, vielen Dank, dass ihr den YouTube-Channel von Thomas Elektronik eingeschaltet habt. Ich bin Jana. Das lange Warten hat ein Ende. Die neuen 2021er Geräte, TV-Geräte von LG sind endlich da, beziehungsweise es geht so langsam los. An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei LG Deutschland bedanken. Wir hatten wieder einmal die Möglichkeit, die Vorseriengeräte vor deutscher Markteinführung zu uns zu bekommen, sodass wir das Video für euch drehen können. Viele neue spannende Dinge hat LG mit an Bord für 2021. Wir fangen heute mal an mit der B-Serie. Das ist die OLED-Einstiegsserie für 2021 bei LG. Wir freuen uns wahnsinnig auf die neuen Geräte und ich würde sagen, wir fangen direkt an und ich erzähle euch mal ein bisschen was dazu. Ja, vorab vielleicht einmal als Information, was ich eingangs halt auch schon sagte, das sind Vorseriengeräte, das heißt, das ist nicht die finale Fassung, wie die Geräte in Deutschland auf den Markt kommen werden. Es kann immer mal sein, dass sie sich optisch, also sprich vom Design noch etwas unterscheiden, von der Ausstattung her, ja, all solche Sachen, das kann tatsächlich sein, dass die finalen Geräte nachher noch etwas anders sind. Von daher so eine kleine Preview-Geschichte an dieser Stelle. Wir wollen euch einfach mal einen kleinen Ausblick geben in das, was 2021 kommt. Und wie gesagt, heute am Beispiel der B-Serie. Es ist die OLED-Einstiegsserie 2021 bei LG. Wird es in drei unterschiedlichen Größen geben. 55, 65 und 77 Zoll. Meiner Meinung nach ein wirklich sehr, sehr solides Gerät, gerade für den Einstiegsbereich. Wenn ihr vielleicht neu auf dem Gebiet OLED unterwegs seid, eignet sich das Gerät wirklich sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir kommen mal so ein bisschen zu den Neuerungen. Was hat sich von 2020 zu 2021 wesentlich getan? Das, was wir bisher wissen, wir haben beispielsweise natürlich wie jedes Jahr einen neuen Prozessor. Das heißt, wir sind jetzt in der B-Serie beim Alpha 7 Prozessor der vierten Generation ausgestattet mit künstlichen Intelligenz von LG. Auch das ist bekannt. Hierbei eine wesentlich neue Funktion dieses Prozessors ist zum Beispiel die Scene Detection Funktion. Das heißt, hier werden wirklich gezeigte Szenen analysiert und entsprechend Szene für Szene angepasst bzw. aufbereitet. So viel zum Thema Prozessor an der Stelle. Was geräteübergreifend, serienübergreifend in 2021 ein Thema sein wird, ist natürlich das Gaming. Das heißt, auch hier hat LG, wo sie ja schon sehr, sehr gut aufgestellt waren, noch einiges getan. Sie haben mittlerweile die G-Sync und FreeSync Premium-Zertifizierung erreicht, haben mit den neuen Geräten bzw. die neuen Geräte wurden zusammen auch mit Microsoft passend zur neuen Xbox Series X entworfen. Hier ist alles perfekt aufeinander abgestimmt worden. Das ist eine grundlegende Änderung in der 2021er Serie. Darauf beziehend ist der sogenannte Game Optimizer gekommen. Das heißt, das ist eine Menüeinstellung, wo ihr wirklich sämtliche Spieleeinstellungen, Konsoleneinstellungen an einem Ort zukünftig im Gerät finden könnt und entsprechende Änderungen vornehmen könnt. Ja, das eigene Betriebssystem von LG, man kennt es, das WebOS Betriebssystem, ist auch wieder weiterentwickelt worden. Das heißt, wir sind jetzt in der Version 6.0. Wir haben einen neuen Homescreen. Den zeigen wir euch separat in einem späteren Video nochmal, wenn es um die Ersteinrichtung geht. Aber das wollen wir halt wirklich erst bei den finalen Geräten machen, dadurch, dass sich hier, wie gesagt, noch einiges ändern kann. In Bezug auf dieses weiterentwickelte Betriebssystem, es sieht halt tatsächlich ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt den Fullscreen. LG hat ja sonst immer unten mit der Leiste gearbeitet. Also es ist wirklich sehr, sehr schlicht und übersichtlich strukturiert worden. Ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, gerade wenn es in Größenregionen 65 oder sogar 77 Zoll geht, die Sports Alert Version. Das heißt, diese Geräte eignen sich natürlich grundsätzlich super für irgendwelche Sportgeschichten, sei es Fußball oder ähnliches, Basketball, Baseball, was es noch alles so gibt. Und LG hat hier die Möglichkeit, diesen Sports Alert, das ist eine Art Live-Ticker, zu aktivieren. Das heißt, ihr könnt eure Lieblingsmannschaften im Bereich Fußball, Bundesliga, italienische Fußballliga, Eishockey oder ähnliches auswählen und werdet halt immer über sportliche Ereignisse informiert, sei es irgendwelche Ergebnisse. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
Ja, eine weitere technische Eigenschaft von der B19-Serie aus 2021 ist beispielsweise, dass das Ganze Bluetooth Surround Ready ist. Das heißt, ihr habt wirklich die Möglichkeit, bis zu 2 Bluetooth-Lautsprecher zu koppeln mit dem Fernseher. Das heißt, ihr könnt so den Ton, der wirklich schon gut ist, der auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz aufbereitet wird, nochmal verstärken, indem ihr 2 rückwärtige Lautsprecher installiert. Hier eignet sich beispielsweise der PL5 von LG sehr, sehr gut zu. Ein kleiner, kompakter, akkubetriebener Bluetooth-Lautsprecher, den kann man wirklich wunderbar hiermit verbinden. Ja, das war es auch eigentlich schon fast mit dem kurzen Ausblick in die B19-Serie von 2021 von LG aus dem OLED-Bereich. Vielleicht eine wesentliche neue Geschichte bei LG, was auch alle Geräte betreffen wird. LG hat eine neue Fernbedienung rausgebracht, die neue Magic Remote. Wir wollen noch nicht zu genau drauf eingehen, weil auch die kann sich ändern. Ich muss sagen, auf den ersten Blick, ergonomisch liegt sie wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Wir haben neue Funktionen. Das werden Sachen sein wie programmierbare Schnellwahltasten. Das heißt, ihr könnt die Ziffern 1 bis 8 programmieren mit Apps, irgendwelchen Menüeinstellungen, wie ihr das möchtet. Wir haben Direktwahltasten der Streamingdienste, sei es Disney+, Netflix und so weiter und so fort. Wie gesagt, ein bisschen neues Design liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, die separat erhältliche Metallfernbedienung von LG dazuzunehmen. Die haben wir bei uns natürlich auch mit im Programm, sprecht uns hierzu gerne an. Die ist dann auch passend für die 2021er OLED-Geräte. Ich würde sagen, als ersten Ausblick reicht das erstmal. Sobald wir die Geräte final da haben, kommen natürlich noch solche Sachen wie die Ersteinrichtung 2021, die Vorstellung der neuen Web-Oberfläche von LG, das Betriebssystem und so weiter und so fort. Ich muss sagen, die B19-Serie überzeugt mich wirklich im Bereich Preiseinstieg bzw. OLED-Einstieg. Ist das wirklich ein sehr, sehr solides Gerät. Wenn man darüber hinaus ein bisschen mehr möchte, den etwas besseren Prozessor haben möchte, das wäre dann der Alpha 9 Generation 4, geht das dann ab der C-Serie los, das heißt, wir haben die C19-Serie dann, da geht es dann mit dem etwas besseren Prozessor los, aber wie gesagt, ein grundsolides Gerät. Solltet ihr dazu Fragen haben, sprecht uns gerne an, schreibt uns, ruft uns an, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!